zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video von mir. Wir sind heute mehr oder weniger auf Familien-Lost Place Tour. Wir befinden uns hier in einer Location, die wir heute legal besuchen. Letztes Jahr sind wir schon mal hier gewesen. Damals gab es noch keinen neuen Besitzer und wir haben uns da auch schon umgeschaut. Heute machen wir einen sogenannten Revisit. Und wie gesagt, das wird ein kleiner Familienausflug. Ich mag es normalerweise nicht, aber heute ist auch mal die kleine Maus mit am Start. Sie möchte sich nämlich auch gerne mal was angucken. Da dieses Gebäude hier eigentlich ziemlich sicher ist, sprich es ist nicht einsturzgefährdet und große Verletzungsrisikos gibt es hier jetzt auch nicht. Vor allem bleibt sie auch immer bei mir, das vorab geklärt. Aber heute geht es sich um etwas anderes. Es geht sich darum, dass hier an diesem verlassenen Ort permanent eingebrochen wird. Und das, obwohl man es die Möglichkeit hat, legal zu besuchen. Das ist leider Gottes eine sehr traurige Angelegenheit und es liegt im Interesse des neuen Besitzers, der uns heute ja natürlich auch aufgeschlossen hat, darauf ein bisschen hinzuweisen. Die Möglichkeit besteht für jeden, hier legal reinzukommen. Ich werde die Telefonnummer des Eigentümers unten drunter posten. Adressen werde ich nicht veröffentlichen. Ich weiß, dass es viele gibt, die das Objekt kennen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, uns anzugucken. Und ihr habt eure Taschenlampen. Du hast auch deine eigene Taschenlampe. Wunderbar. Wir legen... Was ist deine leer? Nimm die. Ich habe noch eine. Meine Frau hat keine Taschenlampe. Beziehungsweise hat ihre leer. Du hast so. Da die kleine, So, du kommst zu mir. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal los. Wir schauen uns ein bisschen um und ich erzähle euch ein bisschen dazu. Mama hat die besser. So. Nein, die hast du jetzt. So, also wir befinden uns hier in einer ehemaligen Großwäscherei. Hier wurden für Krankenhäuser und für die Industrie Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt und auch gereinigt. Ihr seht, die Halle an sich ist leer. Es ist hier nichts zu holen. Selbst die Kupferdiebe waren schon hier und haben die ganzen Kabel rausgezogen. Selbst das ist nicht mehr vorhanden. Und trotz alledem gibt es hier einen förmlichen Anzugsmagneten für jedermann, weil man will hier unbedingt rein, Scheiben zerschlagen und alles besprayen. Ne? Nicht nachvollziehbar. Selbst hier die Lüftungsgitter von der ehemaligen Lüftungsanlage haben die hier geklaut. Feuerlöscher da reingeworfen. Naja, wir schauen jetzt erstmal weiter um. Wir gehen mal weiter. Hier haben wir den Sanitärbereich, wo die Angestellten sich umgezogen haben, zur Toilette gegangen sind, sich duschen konnten. Und ihr glaubt es nicht, guckt euch das mal an. Alles ist hier zerstört worden. Purer Vandalismus, pure Langeweile. Man mag das echt nicht glauben, aber hier wurde ganze Arbeit geleistet. Man sieht noch Hinterlassenschaften. Ich muss mal eben meine Taschenlampe einschalten. Ich kann auch helfen. Nee, ich muss erstmal. So, jetzt habe ich die richtige Helligkeitsstufe. Kugelschreiber, Schnürsenkel, Schuhe. Komm, wir gehen hier lang. Wir gehen hier zurück. Ja, da gehen wir gleich von der anderen Seite her lang. Stühle. Ein Wunder, dass die ganzen Oberlichter noch ganz sind und nicht zerstört worden sind. Die Außentüre ist... Ah ne, die ist verriegelt. Ja, alles gut. So. Du bleibst bei mir. Die Mama ist schon mal runtergegangen. Genau. Ja, komm. Hier hängen noch ein paar Vorhänge dran. Jetzt gehen wir in die Dunkelheit hinunter. Na, das ist ja sehr charmant. Du hast ja genau meinen Humor, hör mal. Wir gehen auch noch nicht ganz nach unten. Wir gehen erstmal hier in diese Etage. So, hier gehst du jetzt bitte nicht rein. Du bleibst genau hier stehen. Stell dich mal dahin. Dahin und da bleibst du stehen. Weil, guck mal, da fehlen die Gitter. Rechts sowie links fehlen die Gitter. Ich möchte nicht, dass du hier reingehst, okay? Ja, ich bin hier. So, also ihr seht, ich bin zwar mit der Maus unterwegs, aber ich bin da durchaus auch vorsichtig und passe auf. So, ihr seht, hier unten geht es nämlich weiter, aber wir gucken gleich von unten aus das genau an, weil da fehlen auch einzelne Stufen und ich möchte hier keinerlei Risiken eingehen. Deswegen
machen wir das gleiche. Jetzt ist ja auch, man kann von da unten weiter. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. So. Ja, ist aufregend für dich, ne? So. Diese Rampe ist hier doch künstlich gebaut worden. Du bleibst bitte eben da vorne stehen, weil auch hier fehlen wieder die Lichtgitterplatten. Weil es geht nicht gerade niedrig hinab, ihr seht es, es ist wirklich tief. Sind bestimmt 3 Meter, wenn nicht sogar 4. Und muss man keinerlei Risiken eingehen. So. Silke, ihr könnt darum die nächste Türe reingehen. So. Kanister stehen hier nach wie vor noch. Die Kanister bitte nicht anfassen. Es sind teilweise ätzende Substanzen hier drin gewesen. Oh, die sind sogar immer noch gefüllt. Die sind also nicht entsorgt. Chemikalien, das ist eine Emulsion, die hier drin war. Ist auf jeden Fall ätzend. Ist auf jeden Fall in der Konzentration ätzend. Genau. Hier ist ein ehemaliger Abfluss, also ein bisschen aufpassen, ein kleines Loch im Boden. So, und hier sollten wir jetzt schon mal aufpassen, weil auf meiner Kopfhöhe, also das ist so meine Höhe, so Kopfstoße. Genau, schön vorsichtig sein. So, guck mal, da liegt ein Bügelbrett. Da kann die Mama sich direkt mal ein bisschen betätigen und ein bisschen Wäsche bügeln. Plastikpflanzen. Die haben es nicht hinter sich, die müssen nur gereinigt werden. So, das war mal hier ein ehemaliges Lager. Hier lagerten Pflegeprodukte und dergleichen. Hier haben wir auch diese Papierschiffchen, die hier auch noch drin sind. So, warte mal. Dauerstreifen. So. So. So, ein blaues Schiffchen hat sie jetzt auf. Das ist ein Kopfschutz, ist das. Kannst du da wieder reinlegen. Oder du behältst es auf, weil es ist ja ganz frisch. Wir haben es ja da aus dem Karton gerade erst rausgenommen. Behalt es auf. Ein kleiner Eumel, genau. Unterlagen liegen hier noch, ansonsten ist hier wirklich nur noch Müll. So, hier ist jetzt ein Raum. In dem haben damals die Kabeldiebe die ganzen Kupferleitungen abgeschält. Mutter, dann hältst du mal eben die Türe auf, bitte. Ja, lass die Türe mal offen. Also hier stinkt es auch bestialisch drin. Die haben hier gesessen am Tisch, Stühle, haben sich's gut gehen lassen, haben ein bisschen Bier getrunken und haben hier den ganzen Kupfer, die ganzen Leitungen, was sie hier aus der Wände gerissen haben, haben sie hier dann abisoliert, ja, und das Kupfer natürlich zu Geld gemacht. Und wenn man bedenkt, der Kupferpreis liegt bei über 7 Euro pro Kilo, ist ein lohnendes Geschäft. Nee, Moment, waren das 7 Euro pro Kilo? Ich glaube wohl, ne? War das nicht mehr? Nee, ich meine, das war so um den Dreh rum. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Moment, 30, ja doch, das kommt hin. So, hier haben wir Tanks. Nicht drauf rumdrücken. Dann ist die leer, dann musst du entweder bei mir oder bei Mama bleiben. So. Hast Mamas Lampe. Gut. Ja, hier stehen alte Nierenröhren. Da fehlt die Decke, das ist das, was er vorhin gesagt hat. Das hier ist ein Tank, da ist Waschlösung drin. Da. Dann hast du hier auch Schaufenster, wodurch du reingucken kannst. Ja, man kann leider nichts sehen da drin. Ah doch, der ist sogar auch ziemlich voll. Ja. Musst du hier hoch, da oben musst du reingucken, sonst siehst du das nicht. Ja, ich muss mal eben mal gucken, die Mama kommt. Einmal mit dem Fuß darauf. So, kannst du ruhig machen, ist nur ein bisschen staubig. So, und jetzt kannst du da reingucken. Cool. So.
Ja, normalerweise, wie gesagt, die Maus ist normalerweise nicht dabei, weil Sicherheit geht vor. Aber erstens, ich kenne diesen Ort. Zweitens, sind wir legal hier. Und wie gesagt, es ist hier nicht wirklich einsturzgefährdet oder sonst dergleichen. Strukturiertes, flüssiges Feinwaschen, Alleinwaschmittel. Ja, Silke, was meinst du, was du hier noch Wäsche waschen kannst, hör mal? Ja, lass mal. Ja. Wir haben auch noch Inhalt. Ja, bei der ganzen Wäsche, die ich habe, könnte man auch mal mit dem Großwaschfach reinwaschen. So. Hier geht's weiter. Ja, das ist ein Trolley. Genau. Hier stehen Stützen, die die Decke abstützen sollen. Oha, ja, da ist ein Balken gebrochen. Oder ein Träger vielmehr, der hat einen Bruch. Hm. So, Fine, wir gehen hier lang. Ja, wir gehen weiter. Es ist auch noch ein alter Tank. So, hier sehen wir jetzt die große Halle. Ganzen Rohrleitungen von der Lüftung und einzelnen Flüssigkeiten. Das ist groß hier, ja. So. Also die Stahlleitungen, die sind definitiv alle noch da und alles, was Kupfer war, ist hinfort. Das wird nicht mehr funktionieren, nein, das kannst du eigentlich nur noch rausreißen. Na, waschen kannst du hier nicht mehr, also die Anlage an sich ist ja weg. Jetzt stehen da nur noch die Tanks unten. Ansonsten ist hier ja nichts mehr. Was sagst du? Lies die mal so, die ist hell genug für dich. Sonst ist gleich auch der ruckzuck die Batterie leer. Man kann es auch sehen, hier sieht man auch durch ein Fenster hinaus, da stehen auch Wohnwagen draußen von den Leuten, die hier aufpassen. Ja, also, ja, es ist noch ein ganzes Stück zu laufen. Hm? Das ist ein Aufzug, Schatz. Pass auf, hier ist die Rinne offen. Jojo. Nein, noch tiefer geht es nicht. Oder? Warte mal. Doch, es geht noch eins tiefer. Gehen wir gleich gucken. Guck mal, hier tropft überall das Wasser durch. Mama? Komm, Sophia. Lass die Mama. Hm? Du mit deiner Sternschnuppe. Ja. Dort sind noch mehr Aufzüge. Also noch einer. Auch mit Triebraum dabei. Ja, wir kürzen jetzt ab, wir gehen jetzt hier durch. So. Hier liegen noch Kittelbänder. Und wir gucken mal, was da an der Türe ist. Hier in diesen Plastikleitungen, die hier auf dem Boden liegen, da liefen die Kupferleitungen hindurch. Die Stromleitungen. Ach, die ist zu. Hier geht es nicht weiter. Müssen wir jetzt hier hinten rumgehen. So. Ein alter Schlüsselkasten. Kennst du dich hier drin aus? Ja, ich bin hier schon ein paar Mal gewesen und ich kenne mich hier aus. Deswegen nehme ich dich auch mit. Wenn ich das nicht wissen würde, hätte ich das nicht gemacht, dann wäre mir das zu riskant, mein Schatz. Nein, ich hätte keine Lust oder sagen wir mal so, ich möchte ja nicht, dass dir hier was passiert. Deswegen geht die Sicherheit immer vor und wenn ich mich hier, wenn das ein Ort wäre, an dem ich mich nicht auskenne oder der gefährlich wäre, würde ich dich hier nicht mitnehmen. Hier haben sie mit Feuerlöscher gespielt. Ja, mit Feuerlöscher haben sie gespielt. Dieser weiße Staub auf dem Boden, das ist Staub aus den Feuerlöschern heraus. Ja, da liegt der Feuerlöscher sogar und da liegt auch noch einer. Und da hatten hier welche Langeweile und haben die leer gemacht. Idioten. Einfach nur Idioten. Anders kann man das nicht nennen. Komm mit. Ja. Hier ist auch ordentlich geplündert worden. Das war ein Labor gewesen.
Alles raus. Wirklich hey, da alles. Steht dein Schuh oder nicht? Nee, das ist ein anderer, aber so einen ähnlichen haben wir. Das war bestimmt die Mama. Komm mit. So. Wir hier reinschauen. Hier ist nichts. Wir gehen aber hier weiter. Ah ne, hier kommen wir auch nicht weiter. Hier fehlen auch die Lochgitterplatten. Hier konnte man ursprünglich eigentlich langlaufen, weil hier sind die Luftfilteranlagen stehen hier. Aber hier sind die ganzen Lochgitterplatten weg. Müssen wir einmal außen rum gehen. Hallo, du da. Na, mein Schatz? Wir sind euch verfolgt mit dem Fuß. Wir sind euch verfolgt. Alter, was hast du für eine Sprache? Heißt du Annalena Baerbock oder so? Die kann nämlich auch nicht reden. Gibt ja mittlerweile den Spruch, Baerbocke mich ja nicht an. Ja, das ist ein anderer nicht richtig reden kann. Ja. Hier aufpassen, hier sind die Traversen auf Kopfhöhe. Das ist das, was ich nämlich meinte. Ja, schön trotzdem vorsichtig sein. So. So. Jetzt sind wir hier auf der Rückseite. Und hier stehen die Lüftungsanlagen. Ja, da saßen die Filter drinnen, die Filterelemente, das sind die Antriebsschaufeln. Ursprünglich haben hier Motoren gestanden, die über Riemen die Ventilatoren angetrieben haben. Da haben wir gerade auf der anderen Seite gestanden, mein Schatz. Wir können ein Stückchen hier lang gehen, wo die Gitter vorhanden sind, weil da drüben fehlten ja die Gitter. So, bis hierhin können wir gehen. Da siehst du auch diese Lufträder, diese Schaufeln, die die Luft quasi hier durchtransportiert haben, über die Filteranlage angesaugt und dann in die Anlage reingeblasen wurden. Die Lüftungsleitungen sieht man da oben, das sind die isolierten. Ne, aber die haben mir die Motoren geklaut, weil die haben natürlich eine dicke Kupferwicklung und haben natürlich einen sehr hohen Wert. Auch als Schrott. Aufpassen mit dem Kopf bitte. Nur draußen sind Sirenen. Hm? Aufpassen, Andrea. So, ja, da waren wir schon. Guck mal, hier haben die Mitte Schneidbrenner, haben die hier gearbeitet. Um die ganzen Dinger hier rauszuholen, die ganzen Verteiler. Ist alles weg. Ich gehe mal eben einmal da gucken, weil die Türe war damals zu. Das kenne ich jetzt hier gar nicht, diesen Raum. Hier liegen einfach nur, sind einfach nur Spinde. Aufpassen, gucken, wo du gehst. Nicht, dass du stolperst. So. Sind wir hier auch in der Ecke? Steinsalz. Steinspeisesalz. Jo. Sag das mal dreimal ganz schnell. Viel Glück beim Knabbern. Guck mal hier. Die waren hier so fleißig, als sie überrascht worden sind. Die haben sogar ihre Flexscheiben noch liegen gelassen. Die sind ja hier gekascht worden. Aber Hauptsache, wir hätten ein bisschen Witz. Ja, richtig. Ihr könnt ja... Corona anstecken. Nein, nicht Corona. Gibt andere Sachen. Tripper, Syphilis. Ehe. Ist auch ansteckend. Und Gesundheitsschäden. Hier liegen noch ganz viele Spinde. Da hängen sogar noch Sachen im Schrank. Hier waren Schaltschränke gewesen. Die sind auch alle geplündert worden. Auch da. Alles raus, ist alles raus. Ja, da hinten war noch eine Treppe. Wir müssen noch mal zum Treppenhaus zurück. Hier haben Ständer drinne gestanden mit nagelneuer, also mit frisch gereinigter Arbeitswäsche. Das ist alles jetzt hier zum Müll verwandelt worden. Ja. Miek, miek. So, wir gehen noch mal einmal hier zurück. Ei, ei, Chef. So ist brav. Dann ist gut. So.
Ja, mittlerweile wird so warm. Die DF50, aber die bringt ein geiles Licht. Ja. Deine hat ja auch ordentlich Power. Mhm. So, weil hier war nämlich ein Treppenhaus. Sehr schön. So, aufpassen, hier ist ein Rohr an der Seite. Nicht drüber stolpern. Hier ist ebenfalls ein Rohr. Auch nicht drüber stolpern. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht aus wie irgendein Füllmaterial. So, jetzt sind wir hier am unteren Etage. Das ist der Raum, den ich gerade oben gestanden habe, wo die Lochgitterplatten fehlten. Die Sachen bitte in der Türe liegen lassen, weil wenn die Türe zufällt, kommen wir hier nicht raus. So, Sophia, du bleibst bitte da, weil guck mal, was hier nochmal ist. Hier sind nochmal Löcher. Ich möchte mich erst einmal umgucken. Ich möchte eben einmal schauen. So, wenn ihr hier an der Seite vorbeigeht, ist in Ordnung. Hier ist nichts. Komm hier an der Seite vorbei. Nur da nicht hingehen, da ist nur ein Loch im Boden. Komm, weiter zu mir. Nein, das ist nicht tiefer, das sieht aus wie ein Wartungsschacht. So, hier ist auch nicht mehr viel. Hier ist Müll gelagert, auf Deutsch gesagt nur. Da stehen noch Gasflaschen. Ja, da oben ist eine Türe. Normalerweise konnte man da langlaufen. Aber wie gesagt, die Lochgitterplatten fehlen. Die sind weg. So. Und auch hier über dieses Gitter bitte nicht laufen. Das sieht nämlich nicht mehr vertrauenswürdig aus. Siehst du, das ist hier so ein Klärbecken oder sowas. Ist das so ein Überlaufbecken oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein schöner großer Raum. Weißt du, was das hier in der Mitte ist, Sophia? Das hier? Das ist der Kamin des Gebäudes. Hier ist ein Kamin, der hier steht. Für die ganze Abluft. So. Hm? Nee, kalt? Nee. So. Jetzt wieder da die Treppe hoch. Aufpassen, wo du gehst. Ich warte eben auf Mama. So, und jetzt gehen wir nämlich mal. Jetzt gehen wir nämlich mal nach oben. Genau, die Treppe wieder hochgehen. So. Jetzt gehen wir hier lang. Ich mach die Lampe mal aus. Gut. Bei mir bleiben. Hier fehlt nämlich das Treppengeländer. Bei mir bleiben. So. Das hier war die Herrenumkleidekabine. Und die Wahlurne steht immer noch hier. Ja, hier ist eine Wahlurne aufgetaucht. Und keiner weiß, wo sie herkommt. Die war nach der letzten Wahl auf einmal hier. Schon ein bisschen mysteriös. Auch hier dasselbe Bild. Alles zerstört worden. Ja, ursprünglich war hier auch eine Schiebetüre drin, die ist weg. Weil man kam in diesen Bereich nur, indem man hinten rumgelaufen ist. So. Jetzt kommen die Bürogebäude. Hier war ursprünglich sowas wie ein Pausenraum. Poster noch der Gewerkschaft. Es stinkt auch, aber hier ist wenigstens aufgeräumt worden. Kein Zutritt. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch ein Schloss oder so. Die kriegt die Tür nicht auf. Er müsste für immer da drinnen bleiben. Hä? So. Hier war mal abgesperrt. Büroräume. Ja, da oben sind die Büros. Da gehen wir jetzt hin.
Ne? Hier ist auch zugemacht worden. Was? So. Naja. Hier oben war die Verwaltung und die Geschäftsführung. So, mal wieder Licht an. Toiletten. Hier waren auch Spinde gewesen. Na komm. Hallo? Hallo again. Damentoilette, da darf ich nicht rein. Es ist offen. Außerdem, da fehlt das Fenster. So. Ja, hier wurde alles runtergerissen. Das ist das, was er uns auch gesagt hat. Die Kabeldiebe haben hier echt ganze Arbeit geleistet. Aber an sich sind die Büros leergeräumt worden. Es ist nichts mehr drin. Das ist meistens alles raus. Als wir damals hier gewesen sind, standen noch Schreibtische und dergleichen drin. Das ist alles weg. Kannst ruhig gucken gehen, wenn du möchtest. Hier kannst du problemlos langlaufen. Die Reste der Klimaanlagen. Ach so, das sind die Lampen, ne? Das sind keine Lampen, das sind die Oberlichter, Schatz. Durch die kommt Licht rein von der Sonne und erhellen die unten die Räumlichkeiten. Wenn der das meint. Was denn? Mit dem Kaufen. Ach so. Ja, was könnte ich denn mal was Gutes bauen? So, und hier hat nämlich damals der Obdachlose drinne gewohnt. Der nämlich jedes Mal, wenn Randale im Gebäude war, hingegangen ist und die Polizei gerufen hat. Ja, das hat er gut gemacht. Ja, durch ihn sind ja auch die Kabeldiebe hier erwischt worden. Das war ja damals auch in der Presse. Ja, jetzt sind wir eigentlich auch durch, weil viel mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sehen. Ihr seht auch, dass die Räumlichkeiten alle leer sind. Es ist nichts da. Ja, also es ist nicht so, dass sich jetzt hier irgendwas lohnen würde. Zu klauen oder sonst irgendwas. Es ist alles weg. Ja, selbst die Holzvertäfelung haben die hier kaputt gemacht. Wahnsinn. So. Ja, dann gehen wir mal wieder nach unten. Folge mir auffällig. Wir folgen dir auffällig. Ja, mein Chef. Und, genau. So. Jetzt gehen wir nach unten. Wir sind jetzt einmal komplett durch. Wir waren jetzt im Keller überall. Wir sind doch hier im Erdgeschoss. Das ist das Erdgeschoss, wo die große Halle schon ist. Und hier ist das andere Treppenhaus in den Keller runter. Wir sind jetzt hier überall durchgelaufen. So. Ja, ihr seht auch, die Türrahmen sind raus und alles. Ja, da hinten sind die guten Leute, die uns reingelassen haben. Wie gesagt, alles legal. Ja, und das ist der Grund, weswegen hier immer noch eingebrochen wird. Also ihr seht, hier gibt es kein Gold, kein Silber, auch selbst kein Kupfer mehr. Aber was es hier gibt, sind Sachen zum Zerstören. Und genau aus diesem Grund wird hier eingebrochen, um zu schmieren, um zu zerstören. Und das ist eine Sache, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, was ich absolut nicht verstehe. Das hat nichts mit unserem Hobby zu tun. Das hat nichts mit Besuchen von Lost Places zu tun. Das ist purer Vandalismus. Und das ist das, womit ganz, ganz viele Objekte, Eigentümer zu kämpfen haben. Pure Zerstörungswut und Diebstahl. Na gut, zu klauen, hier gibt es hier nichts. Aber wie gesagt, halt die Zerstörung. Es ist traurig, wer trotz alledem, ich meine, ihr habt in dem Video jetzt gesehen, wie es hier aussieht, wer alledem trotzdem diesen Ort gerne selber auch besuchen möchte. Unten drunter steht die Telefonnummer, ihr könnt den Eigentümer kontaktieren und ihr könnt hier legal rein. Wir werden diesen kleinen Familienausflug, unsere kleine Maus, die hat Spaß gehabt, die hat auch mal was anderes gesehen. Und ja, wir werden das jetzt hier beenden und sind raus. Ich sag mal, Dankeschön trotzdem fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder richtig lostig wird. Ciao!
Sag doch auch mal Ciaoi. 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 Du da hinten auch, komische Tante. Ciao, ciao. Komische Tante hat Ciao, Ciao gesagt. Und du auch? Aber winke, winke. Sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. So, wir sind raus.